Hallo liebe Japan-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Japan Connect. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen und zwar handelt es sich um ein Buch, das ich ehrlich gesagt schon vor ein paar Wochen fertig gelesen habe, aber ich habe bis jetzt noch keine Zeit gefunden, um ein Video darüber abzudrehen, aber das soll sich heute ändern. Dieses Buch habe ich auf dem Kanal von Sophie Verstand, entdeckt und ich musste es sofort lesen, denn es wurde von einer Japanerin auf Deutsch geschrieben. Und wie ihr vielleicht wisst, schreibe ich ja meine Dissertation auf Japanisch. Deswegen hat es mich einfach total Wunder genommen, wie es für eine Japanerin ist, auf Deutsch zu schreiben. Natürlich schreibe ich keine literarischen Texte, sondern nur einen wissenschaftlichen Text, der also quasi ein sehr starres Korsett hat. Aber ja, ich muss es einfach wissen und um welches Buch es sich handelt, das möchte ich euch jetzt zeigen und zwar um dieses hier, um Übersetzungen von Tawada Yoko. Ihr seht schon, das Übersetzungen spielt schon mit der Sprache, es geht um Zungen. Aber bevor wir zum Inhalt kommen, möchte ich euch ganz kurz die Autorin vorstellen. Die Autorin wurde 1960 in Tokio geboren. Und der Text hier stellt sie wirklich ganz knapp und knackig vor und ich kann das nicht, noch kürzer und würziger präsentieren, deswegen lese ich einfach ganz kurz den Text euch vor. Und zwar steht hier, Yoko Tawada wurde 1960 in Tokio geboren. 1979 kam sie mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Deutschland. Von 1982 bis 2006 wohnte sie in Hamburg, jetzt in Berlin. Sie studierte in Tokio und Hamburg Literaturwissenschaft. Viele Buchveröffentlichungen und Auszeichnungen, zuletzt Kleistpreis 2016 und Karl Zuckermeier-Medaille 2018. Also sie hat auch, ich habe dann ein bisschen natürlich weiter geforscht auf dem Internet, sie hat auch in Japan ganz viele Ehrungen erhalten. Und ich glaube, das ist ein Foto, wo sie noch ein bisschen jünger ist. Aber sie sieht sehr, sehr hübsch aus. Und sie scheint so in ihrer eigenen Welt zu leben. Worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch haben wir eine Ich-Erzählerin, die Japanerin ist und im Ausland lebt. Also ich glaube, dass es ja ihre Geschichte ist. Und sie erzählt uns, wie sie fremde Länder und fremde Sprachen wahrnimmt und das über die Sprache wahrnimmt, also die Aussprache. Deswegen auch diese Zungen, die hier eine Metapher sind, die immer wieder auftaucht. Also das ist quasi der rote Faden von diesem Buch. Was das mit uns macht, eine andere Sprache zu sprechen. Und es gibt ja auch Wörter, die man nicht aussprechen kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, sie hieß Corina Hoffmann, die Weiße Masai geschrieben hat. Und ihr Mann heißt ja, glaube ich, Ilke Dinger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber das war das erste Mal, dass ich einen Namen las mit so vielen Konsonanten, die aneinandergereiht waren. Und ich wusste im ersten Moment auch nicht, als ich noch Teenager war, wie ich das aussprechen sollte. Ich weiß es auch jetzt noch nicht wirklich, aber das hat mich sehr verwundert. Das war das erste Mal, dass ich so viele Konsonanten hintereinander gesehen habe. Und deswegen finde ich die Thematik wirklich toll. Das Buch ist in mehrere Teile eingeteilt. Und zwar genau in drei. Wir haben Teil Nummer 1 euroasiatische Zungen, dann 2 südafrikanische Zungen und nordamerikanische Zungen. Also im ersten Teil beschreibt sie ihr Leben in Deutschland und wie sie mit der deutschen Sprache umgeht. Aber es kommen auch immer wieder Bezüge zur asiatischen Sprache hoch oder auch Vergleiche zwischen der deutschen Sprache, manchmal auch der französischen Sprache und asiatischen Sprachen. Also nicht nur Japanisch, sie nimmt auch Bezug auf Chinesisch. Und dann im zweiten Teil ist sie in Südafrika und möchte Afrikaans lernen. Das war auch sehr, sehr spannend zu sehen. Also auch wie sie natürlich Südafrika wahrnimmt, aber eben auch was das mit uns macht, in einer ganz anderen Sprache zu sprechen. Und können wir überhaupt in einer anderen Sprache denken? Das war wirklich interessant. Und dann noch ihre Erfahrungen in Nordamerika. Also da hat man eine Weltreise auf ein paar Seiten. Dann zur Sprache. Das Buch ist relativ gut zugänglich, auch wirklich gut geschrieben. Ich muss zugeben, dass die erste Erzählung mir nicht ganz so toll gefallen hat, was daran liegt, dass sie da auf die Metapher der Zunge Bezug nimmt und sie sagt zuerst, sie sei eine Zunge. Dann denkt man sich so, okay, ist jetzt ein bisschen speziell, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das noch nie gehört hat. Und dann sagt sie es noch einmal
Dann ich mal, okay, ich habe verstanden, du bist eine Zunge. Oder ja, du nimmst dich quasi über deine Zunge, über dein Sprechverhalten wahr. Und dann sagt sie es aber noch einmal und noch einmal. Und dann denkt man sich so, okay, ich habe es verstanden. Also ich, wenn du mir sagst, du bist eine Zunge, dann nehme ich dich auch ernst. Das ist, ich glaube dir dann, dass du eine Zunge bist. Du musst es mir nicht 4-5 Mal erzählen. Also es war dann zu penetrant, meiner Meinung nach, wie sie dieses Stilmittel benutzt hat. Aber das ist nur die erste Erzählung. Danach geht es wirklich viel besser weiter. Das heißt, die Texte lesen sich immer besser. Ich bin immer mehr in ihre Gedankenwelt hineingekommen. Und als Beispiel möchte ich euch jetzt die zweite Erzählung, also einen Teil aus der zweiten Erzählung vorlesen, der mir sehr gut gefallen hat. Der ist aber ein bisschen eklig. Also wenn ihr eklige Sachen nicht mögt, dann spult vielleicht ein bisschen vor. Aber ich finde, es ist wirklich sehr bildlich und gut dargestellt. Also sie erzählt da, dass sie in Deutschland ist. Sie geht auf der Straße, ihr Mann kommt ihr auf dem Fahrrad entgegen und er spuckt. Und die Spucke landet auf ihrem Kopf. Mit abgewandtem Kopf glaubte ich am Rand meines Blickfeldes zu sehen, wie der Mann kurz zu mir herüberschaute. Etwas Feuchtes landete auf meinem Kopf, genau auf dem Scheitel, auf der Linie meiner nackten Kopfhaut. Es stank nach Halbverdaunten. Ich hielt inne, drehte mich aber nicht um, sondern wartete auf die Worte, die von dem Mann kommen mussten. Er musste seinen Speichel kommentieren. Jeder, der eine böse Tat auf die Straße spuckt, ergänzt sie mit einer sprachlichen Beleidigung. Und jetzt ein bisschen weiter unten. Der Speichel stank, als hätte jemand gerade den verfaulenden Inhalt seines Magens ausgespuckt. Meine Fingerspitzen spürten den klebrigen Speichel trotz der dreilagigen Papiertaschentücher deutlich. Wie eine kleine Qualle saß es auf meinem Kopf. Versuchte ich, diese Qualle zu fangen, flüchtete sie zwischen meine Haare. Sie hatte weder einen Schädel noch ein Rückgrat und wurde bei jedem Schritt flüssiger. Der Gestank aber blieb unverändert. Ja, ich finde, es ist schon wirklich ein bisschen ekelhaft, wie sie das erzählt, aber es ist auch wirklich gut erzählt. Also der Vergleich mit der Qualle, also das kann man sich wirklich bildlich vorstellen. Und das macht sie dann aber auch mit der Sprache. Ich habe hier noch eine Stelle, ihr seht, ich habe ganz viele Klebchen reingemacht. Und hier beschreibt sie ihre Assoziation mit einer Sprachschule. Wie ihr vielleicht wisst, war ich auch schon an verschiedenen Sprachschulen und diese Gefühle, die sie dabei empfindet, also das, ja, sie hat mir wirklich aus der Seele gesprochen oder ja, von der Zunge gesprochen, müsste man vielleicht sagen. Und ich möchte euch den Teil mal vorlesen. Ich bin gespannt, ob ihr, wenn ihr auch schon mal an einer Sprachschule wart, ihr das auch so empfunden habt. Die Zeit begann regelmäßig und geordnet zu fließen, weil jedes Datum einem Kapitel im Grammatikbuch entsprach. Eine Sprachschule hat etwas Heilendes. Man kann daraus vielleicht ein Lebensmodell entwickeln. Also ich hatte auch das Gefühl, dass dann die Zeit irgendwie stillsteht. Und es plätschert dann alles ruhig dahin. Aber ich muss gestehen, dass mir dann schnell langweilig wird. Also ich lerne sehr gerne Sprachen und ich mag auch Sprache total gerne. Aber wenn ich mich nur, also jetzt ja, nur in Anführungszeichen, auf eine Sprache fokussiere und dann den ganzen Tag nur die Grammatik und Vokabeln dieser Sprache lerne, dann fehlt mir etwas. Und ja, nach jedem Austauschjahr, wenn ich dann nur diese eine Sprache gelernt habe oder mich einfach darauf fokussiert habe, dann war ich dann auch wirklich froh, wenn es wieder zu Ende war und ich wieder ja Geschichtsunterricht hatte und Kulturunterricht und noch andere Sprachen dazu kamen, dann hat es mich wirklich erfüllt und ja, ausgelastet. Also ihr seht schon einmal, dass die Sprache relativ einfach gehalten ist, aber auch wirklich angenehm zu lesen ist. Sie entwickelt dabei aber auch sehr ja, tiefschürfende Gedanken, wie zum Beispiel hier. Ich hatte ganz vergessen, dass es dieses deutsche Wort gab. Wenn man eine Native American als Eingeborene bezeichnen kann, könnte man unter einem Native Speaker jemanden verstehen, der in eine Sprache hineingeboren wird. Ich war also ins Japanische hineingeboren worden, wie man in einen Sack hineingeworfen wird. Deshalb wurde diese Sprache für mich eine äußere Haut. Die deutsche Sprache jedoch wurde von mir hinuntergeschluckt. Seitdem sitzt sie in meinem Bauch. Ja, also diese Gedankengänge, die sie hat, mit gewissen Ausdrucksweisen, haben mir auch sehr gut gefallen. Und da gibt es noch eine, die ich auch sehr schön finde. Das Wort share
kam mir wie eine gutmütige Geste vor, während das Wort teilen sachlich, sogar kalt klang. Man teilt mit den Geschwistern ein Stück Kuchen. Man macht das nicht freiwillig, man teilt es mit einem scharfen Messer. Wenn es nicht gerecht geteilt wird, gibt es Streit. Das Moment der Trennung ist wichtiger als das des Gebens. Als ich noch studierte, habe ich mit einer anderen Studentin ein Zimmer geteilt, pflegte ich zu sagen. Das Wort Teilung hat mich immer an Armut oder an die Berliner Mauer erinnert. Wie gesagt, was ihr hier seht, ein wirklich tolles Buch mit ganz vielen Assoziationen. Also da kommen ganz viele Gedanken. Auch ich habe so viele Anregungen erhalten. Deswegen denke ich auch, dass sich das Buch wirklich lohnt, um es in einer Leserunde oder mit einem Freund oder Freundin zusammenzulesen, in einem Partner-Read und sich dann darüber auszutauschen. Allerdings sprachlich muss ich gestehen, dass es gewisse Stellen gab, die nicht ganz abgerundet gewirkt haben. Also die wie so noch eine Kante hatten. Es kam mir teilweise vor wie ein schon vorpolierter Edelstein, aber es gibt noch ein paar Kanten, an denen man hätte weiter schleifen sollen, damit es noch runder wird. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn man zum Beispiel Himbeerschokolade isst, also schwarze Schokolade mit Himbeergeschmack, die dann süß ist und dann so einen leicht säuerlichen Kick hat, oder Chili-Schokolade, die dann etwas Scharfes hat, das die Süße zum einen relativiert, gleichzeitig aber weiter hervorhebt. Das war nicht so. Also es war wirklich eine Kante, an der man sich so ein bisschen stößt und denkt, ah, schade. Und der zweite Kritikpunkt, den ich habe, ich habe euch gezeigt, dass hier ganz tolle Assoziationen drin sind, dass man auf ganz viele Gedanken kommt, aber diese Gedanken wurden meiner Meinung nach zu wenig ausgearbeitet. Also sie hat zum Beispiel auch einen Eintrag aus einem chinesischen Wörterbuch drin. Also sie sagt dann auf Deutsch, wie wir zum Beispiel Computer sagen, und auf Chinesisch heißt es elektrisches Gehirn. Auf Japanisch braucht man aber zum Beispiel für Computer nicht mehr elektrisches Gehirn. Während der Meiji-Zeit war das noch der Fall, aber danach nicht mehr. Und zum einen habe ich mich dann gefragt, weshalb braucht sie diesen Vergleich mit dem Chinesischen? Also der kam ganz plötzlich. Und zum anderen war er undokumentiert. Also da hat es mir an Tiefe gefehlt. Es ist zwar sehr interessant, solche Vergleiche anzustellen, aber ich möchte dann auch wissen, was für Assoziationen sie dazu hat. Oder weshalb benutzt sie diese Metaphern? Also diese Zungenmetapher, die hat sie zur Genüge erklärt, aber dann gab es andere Stellen, wo ich einfach noch mehr quasi in ihren Kopf hineingeschaut hätte oder ja, quasi so ihre Zunge seziert hätte, um zu sehen, wie sie das nachempfindet, weshalb sie das macht. Also da bin ich ein bisschen, ja, ich sage wieder, wie auf Französisch, wie reste sur ma faim, ich bin auf meinem Hunger geblieben, es hat mir kein Völlegefühl verleihen können. Aber sonst war das wirklich ein sehr gutes Buch. Ja, wenn ihr euch für Sprachen interessiert, auch fürs Japanisch interessiert oder auch sehen möchtet, wie Japaner Deutsch lernen oder wie es für sie ist, Deutsch zu sprechen, wie sie sich in der deutschen Sprache vielleicht fühlen, kann ich euch dieses Buch nur empfehlen. Von mir hat dieses Buch 4 von 5 Sternen bekommen. Es ist eine große Empfehlung und ich möchte die Autorin auch unbedingt noch weiter belesen. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, ob ihr dieses Buch schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr andere Bücher schon von ihr gelesen habt, die ihr mir empfehlen könnt, dann bitte gerne in die Kommentare. Wenn ihr es auch noch nicht gelesen habt, sagt mir bitte, ob euch das interessiert, ob ich euch das Buch schmackhaft machen konnte oder nicht. Und ja, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss, macht's gut. Matane, bye bye.